Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Replacer, mit dem man so ein bisschen Audio-Clips zu MIDI-Clips umwandeln kann. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Replacer. Und gehen wir einfach mal durch das Device durch. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter. Hier ist ein Preset-Knopf. Da gibt es sogar einen Preset. Das ist auch ganz lustig. Dann der Name, den man hier in dem Inspektor ändern kann. Die Remote Controls, die Modulatorenleiste. Und dann geht es schon weiter mit dem Replacer an sich. So, ich habe hier in dem Replacer einen Filter drin. Hier ist ein Bypass, das heißt, hier wird gar nichts gefiltert, und dann habe ich noch zwei Bandpassfilter, einen zweipoligen und einen vierpoligen. Und die kann ich dann hier noch so einstellen auf einen bestimmten Bereich. Das heißt, beim zweipoligen ist der so ein bisschen breiter, beim vierpoligen so ein bisschen schmaler. Und durch die Frequenz hier kann ich den hin und her schieben, und hier habe ich dann noch einen Q-Faktor, wodurch dann die zu betrachtende Frequenz noch mal irgendwie schmaler ausgewählt ist. Und hier habe ich auch noch mal so einen Filtermonitor, da höre ich dann ganz genau, was ich mir da zusammengefiltert habe. Hier ist dann das Display, das zeigt nichts anderes an als die Dezibel, also die Lautstärke, der Lautstärkenausschlag von dem Gesamtsignal. Und hier unten habe ich dann den Threshold, das ist dieses Teil hier. Und zwar der obere Threshold bestimmt dann immer, wenn eine Note erzeugt wird, also Note On, und der untere Threshold, wenn Note Off erzeugt wird. Diesen Bereich, den kann ich mit Tolerance auch nochmal kleiner machen, oder richtig klein, oder halt auch wieder größer, wenn ich einen größeren Bereich brauche. Und bei Hold habe ich so eine Millisekundenanzeige von einer Millisekunde bis 100 Millisekunden, wann frühestens wieder eine Note Off gesendet werden soll. Das kann ich dann auch nochmal ein bisschen beeinflussen, sodass das Signal nicht super nervös hin und her flackert, sondern dass ich das dann nochmal manuell oder mit einer festgelegten Zeit einfach sagen kann, sorry, aber so schnell spielt jetzt der Drummer in dem Fall auch nicht. So, dann kommt der Generator oder Generator. Der ist im Normalfall leer. Ich habe da jetzt ein E-Snare reingemacht, und die habe ich ziemlich hoch mit Rauschen gepitcht, damit man die sehr gut hört, damit man auch genau weiß, was man da rausfiltert oder was man da an Signalen bekommt. Und apropos Signale, der Bereich ist nichts anderes, wenn ich mit dieser Einstellung hier in dem Display ein Signal erzeuge, dann wird hier eine Note erzeugt mit dieser Velocity. Und ich habe das jetzt auf C1 gestellt, und Velocity nehme ich einfach mal 100. Dann wird diese Note erzeugt, an das E-Snare rausgeschickt, und die erzeugt dann einen entsprechenden Ton. So, und beim Mix-Schalter unten ist ganz normaler Dry-Wet-Schalter, das heißt, ganz links habe ich das Originalsignal, ganz rechts habe ich nur das Effektsignal, und irgendwas in der Mitte habe ich irgendwas in der Mitte. So ungefähr. So, also sprich, das Device kommt normalerweise ungefähr so her, mit leicht anderen Einstellungen hier, weil ich da schon dran rumgedreht habe. Im Generator ist normalerweise kein Instrument. Da ich jetzt hier einen Beat auseinandernehmen will, habe ich mir einfach einen Snare reingepackt. Das hört man relativ gut, und kann dann einfach den entsprechenden Bereich besser raushören. So. Was ich jetzt noch gemacht habe zur Vorbereitung, weil ich will jetzt hier diesen Audio-Clip, wenn wir uns den mal anhören. Den möchte ich jetzt auseinanderbauen und mir die Kick, die Snare und die Hi-Hat in eine neue Spur als MIDI-Clip schreiben lassen. So, und da habe ich mir schon eine Drum Machine reingeladen, und hier habe ich eine Kick, eine Snare und eine Hi-Hat am Start. So.
Und bei der Drum Machine Spur habe ich natürlich den Input hier auf Default gestellt. Das heißt, der kriegt die MIDI-Noten von dem, was hier rauskommt aus der Snare, beziehungsweise aus dem Generator. So. Und da ich jetzt die Kick haben will, habe ich jetzt auf C1 gestellt für die Drum Machine. Das heißt, ich erzeuge eine C1-Note, die dann in diesen Track reingeschrieben wird. Und ich lasse es jetzt mal beim Originalsignal. Die Snare hinten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ich gucke mir jetzt einfach mal im Spektrum an, wo denn die Kick rumfliegt. Weil ich will jetzt die Kick raussuchen. Und die Kick fliegt ja meistens so im unteren Bereich herum. Hier oben rechts sehe ich die, wo ich mit der Maus bin, die Kilohertz oder die Hertz. Wir könnten jetzt einfach mal hier so 300 Hertz nehmen. So, jetzt gehen wir hier einfach mal 300 ein, das sind 300 Hertz. Ich nehme hier den schmalbandigen Bandpassfilter. Und bei dem Q mal so bleiben. Jetzt kann ich hier mal die Snare mit reinpacken. Die ist noch ein bisschen nervös an der Stelle. Da gehe ich die Threshold hoch. Und das klingt danach, als hätte er die Snare gefunden. Okay, das ist meine Snare. Jetzt arme ich den Track hier unten, habe Override an und lass das mal aufnehmen. So. Eine Sache ist vielleicht noch wichtig, je nachdem, was man aufnimmt, welchen Gründen auch immer, gibt es manchmal Variationen beim Erfassen von diesem Signal. Und wenn man dann hier auf Repeat aufnimmt, kann es sein, dass man Doppelschläge drin hat. Das nur zur Info. Bei der Kick ist das jetzt nicht weiter wild. Und ich höre mal, ob ich die Noten richtig geschrieben habe. So, jetzt habe ich schon die Kick da extrahiert. So, und jetzt was will ich als nächstes? Ich nehme als nächstes die Snare und die Snare war auf einem Cis. Das ist dann die hier. Und dann gucke ich mir jetzt nochmal im Originalsignal an, im Spektrum, wo ist die Snare? Na, hier sieht es ganz gut aus. 5,27 Kilohertz. So, dann gehe ich hier rein, 5,27 Kilohertz, da habe ich das hier und jetzt höre ich mir das mal hier an. Das ist es auf jeden Fall noch nicht. Machen wir ja einen strengen. Nee, den haben wir noch nicht.
Den Leistenschlag haben wir da noch gar nicht drin. Das klingt, glaube ich, gar nicht mal schlecht. So, dann machen wir hier auf Stopp. Und jetzt auf Cis habe ich aufgenommen und... So, machen wir den hier wieder klein. Und dann habe ich das Ergebnis. Klingt schon mal nicht schlecht. Velocities sind halt überhaupt nicht drin. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht versuchen können, noch irgendwie mit reinzunehmen. Aber okay. So, jetzt gehen wir über zu den Hi-Hats. Und die Hi-Hats sind ja relativ weit oben. Moment, ich mache mir hier das Originalsignal wieder. Und vielleicht den Loop wieder rein, damit wir es hören. Na, hier tanzen die so bei 9,9 circa. So, dann geben wir hier einfach mal 9,9 Kilohertz ein. Und schauen wir mal, wo wir sie finden, die Hi-Hats. Ich habe vorhin einen Fehler, glaube ich, gemacht. Ich habe hier die Hi-Hats rausgenommen. Dann lösche ich hier nochmal die Snare. Die stimmt nämlich nicht. Fällt mir jetzt nämlich gerade auf. Da hatte ich Tomaten auf den Ohren. So, aber machen wir jetzt erstmal weiter mit den Hi-Hats. Klingt schon mal nicht schlecht. Das sind eine Menge Hi-Hats drin. Dann stimmt das, was ich hier drin habe. Okay, dann nehmen wir mal die Hi-Hats. Sie sind auf Dis und dann machen wir den Loop wieder raus und nehmen das einmal auf. So, den machen wir wieder dicht. So. Das waren auf jeden Fall die richtigen diesmal und jetzt gucken wir nochmal, ob wir schnell die Snare zusammenkriegen. Das war irgendwo bei 5, irgendwas. Ich nehme einfach mal 5,6 Kilohertz. Und den Loop da wieder reinmachen. Und vielleicht den hier. Das sind so zwei Zusatzschläge. Die hätte ich noch ganz gerne. Nee.
Ja, doch, der ist es. Der ist es, glaube ich. So, auf C1. So. Dann wäre das unser Beat. Ohne Velocity. Deshalb klingt der jetzt auch etwas merkwürdig. Aber im Prinzip müsste das fast unser Beat sein. So. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke lieb und herzlich, die hat das gerne. Kommentiert unter dem Video, erzählt mir, was ihr damit bisher schon gemacht habt. Vielleicht habt ihr da auch noch ganz coole Tipps und Tricks, die ihr uns mitteilen wollt. Das fände ich total super und die anderen noch mehr. Nee, ich finde es auch super, super. Die anderen finden es auch super, super. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim vorherigen Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.